Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Herzlich willkommen hier an meinem Grillplatz. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder was ganz was Besonderes, was ganz was Leckeres. Wir haben Rinderfilet aus dem Heubett. Wir haben gegrillte Gnocchis in Thymian. Und wir haben ganz, ganz feine Auberginensteaks. Wie wir das machen, zeige ich euch in dem Video. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Für das heutige etwas ausgefallene Rezept brauchen wir hier unser Rinderfilet, den Mozzarella, die Aubergine, Gnocchis, Wiesenheu brauchen wir, Olivenöl, Knoblauch, Minze, Thymian, Rosmarin, Peperonis, eine Zitrone, Fenchelsamen, Salz und Pfeffer. Freunde, heute haben wir wieder ein recht einfaches Rezept, aber das wird wieder super, super lecker, das dürft ihr mal glauben. Unsere Auberginensteaks, die wir später machen werden, die brauchen eine Marinade und die stellen wir jetzt einmal zuallererst her. Dafür gebe ich jetzt einen Teelöffel grobe Meersalzflocken in den Mörser, zusammen mit 2 Zehen Knoblauch und etwa 2 Esslöffel Fenchelsaat. So, da machen wir jetzt eine richtig schöne Paste draus. Jetzt schaut es mal da rein. Ha, schaut gut aus, oder? So würde ich sagen, reicht uns das. Als nächstes müssen wir Rosmarin fein hacken und unsere beiden Chilis. Dafür, ha, Ladies and Gentlemen, I present you Yes. Meine Damen und Herren, werte Zuschauer, großen Applaus für unseren größten Aufschneider, Jörg. Es ist klein gehackt, da geben wir jetzt unsere Masse dazu, die wir im Mörser richtig schön zu einem Brei gerieben haben. Ja. Dann kommen nur 75 Milliliter Olivenöl rein. Durchmischen und fertig. Stellen wir jetzt auf die Seite, das kann jetzt richtig schön durchziehen, richtig schön Aroma entwickeln. Weiter geht's mit unserem Fleisch. 2,8 Kilo wunderbarstes, feinstes Rinderfilet liegen da jetzt vor uns. Das verzwingen wir gar nicht. Wir machen es meistens so, wir schneiden uns den großen Filetkopf weg. Den gibt es nämlich anderweitig ganz oft im Oberhitzegrill. In Scheiben Steaks geschnitten, eine ganz leckere Sache. Oder einfach einmal richtig schön scharf angrillt. Toll, machen wir uns ein anderes Mal. Heute geht es nur um das Mittelstück und den Filetschwanz. Aber zu dem kommen wir später. Die dicke Sehne müssen wir noch runter machen, habt ihr 1000 Mal gesehen. Auch heute dürft ihr wieder zuschauen. Den Filetschwanz. Den könnt ihr jetzt abtrennen oder ihr klappt ihn um. Das hat einen Grund, das Mittelstück ist ein ganzes Stück dicker als der Schwanz. Das heißt, der Schwanz, wenn wir den so grillen würden, wird uns trocken werden. Der wäre quasi tot gegrillt. Das heißt, wir suchen uns ungefähr die Mitte von dem kurzen Stück aus, schneiden einen leichten Schnitt ein, nur nicht durch und dann können wir den umklappen. Müssen wir jetzt natürlich noch festbinden, aber wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt eine ungefähr gleichmäßige Stärke im gesamten Rinderfilet. Das heißt, uns grillt das Rinderfilet gleichmäßig durch auf die gesamte Länge. Freunde, wir richten uns heute 2 Zonen ein, gleich einmal von Beginn an. Eine indirekte Zone und eine direkte Zone. Temperaturen, wo wir heute anstreben, liegen so bei etwa 160 Grad.
Lass mal hochheizen und dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht, Freunde. Wir bereiten jetzt, solange der Grill vor, heizt da mal unser Heubett vor. Da haben wir jetzt hier ein schönes Natur-Bio-Wiesenheu mit Karotten und Brennnesseln gekauft in der Kleintierabteilung. Und das geben wir da in so eine kleine GN-Wanne rein. Das ist schön trocken, das ist ein ganz tolles Heu. Ach, das riecht schon. Wisst ihr, ich mag es ja wirklich, ne? Wenn ich nicht ständig tränende Augen und laufende Nasen davon kriegen darf. So, das reicht für den Anfang. Geben wir unseren Rost drauf. So. Und später nach dem Anbraten, wenn es gewürzt ist, kommt da das Rinderfilet drauf. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr so oft Freunde zu sagen. Es kommt in jedem Satz kommt Freunde vor und es klingt doof. Meine Frau hat es den Vorschlag gemacht. Hallo meine Zuckerhasen, jetzt geht's an der Grill. Jetzt grillen wir unser Filet an. Auf geht's, kommen wir drum. Das Filet ist nach wie vor unbehandelt, also sprich nicht gewürzt, kein Öl, nichts drauf. Das grillen wir jetzt ringsrum scharf an, dass wir ein paar Röstaromen haben und dann würzen wir es. Jetzt haben wir das ringsherum angegrillt, jetzt tun wir es erstmal wieder raus. Und dann schauen wir, dass wir uns den Grill abfangen und bei, wie gesagt, 160 Grad einregeln. In der Zwischenzeit werden wir das Stück würzen, nur mit Salz und Pfeffer, weil wir wollen ja was vom Heu schmecken. Aber dafür schau da aufs Brett, was wir da machen. So. Geben wir das jetzt in unsere vorbereitete Wanne. Da ist sie. Mal schauen, wie wir das dann einbringen. Ja. Einwandfrei. Schön auf dem Heu. Jetzt müssen wir es zumachen. Außerdem werden wir es noch verkabeln. Da haben wir jetzt heute mal das Inkbird mit 6 Fühlern. Schauen wir wie immer, dass wir ungefähr die Mitte treffen. Ja. Die Alufolie einzellagig reicht uns nicht, wir brauchen also 2 Bahnen. Heißt, wir müssen sie irgendwie in der Mitte miteinander verbinden. Da lege ich sie einfach Stoß an Stoß und falte das so um. Das muss gar nicht schön sein, wir brauchen nämlich keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Es muss nur ein bisschen abdichten. Warum machen wir das? Das machen wir, dass das Heu, das Aroma vom Heu im Garbehälter bleibt, dass das Fleisch dieses Aroma vom Heu richtig schön aufnehmen kann. Schon? Na, haben wir eine große Lage. Gut, ab damit wieder zurück in den Grill. Ein bisschen Platz haben wir noch im Grill. Für unser Dressing fehlt noch eine Zutat, die seht ihr hier. Das Dressing für unsere Auberginensteaks. Eine Zitrone, die halbieren wir einfach nur. Und schmeißen die neben unsere Wanne in der Grill, dass die richtig schöne Röstaromen kriegt, dass die heiß wird, dass wir richtig schönen heißen Zitronensaft in unserem Dressing für die Auberginensteaks haben. Hier, direkter Bereich. Die dauert jetzt auch gar nicht lang. Heiß muss es werden, schwarz muss es werden. Dann können wir sie in unser Dressing pressen. Wir liegen jetzt bei 48 Grad Kerntemperatur in unserem Rinderfilet. Wir nehmen sie jetzt raus, weil wir haben gesagt, wir wollen alles in einem Grill heute machen und wir brauchen jetzt den Platz. Deswegen nehmen wir das Filet raus. Das kann dann in Ruhe ruhen und nachziehen und dann kann es in Ruhe auf 54, 55 Grad Kerntemperatur kommen. So, da ist es, ihr seht, es hat sich schon ein bisschen aufgebläht. Ich stelle es derweil in den Träger rüber. So, außerdem schauen wir jetzt mal nochmal nach den Zitronen. Die können immer noch wegbleiben. Aber den Deflektorstein, den holen wir jetzt raus. So, das machen wir zu. Und heizen den wieder richtig schön ein, weil jetzt sind die Auberginen dran. Heute haben wir seit langem endlich einmal wieder eine Geschichte für euch auf Lager, nämlich zur Aubergine. Die Aubergine ist ein Nachtschattengewächs und ist in Asien seit über 4000 Jahren bekannt. Wie sie zu uns nach Europa gekommen ist, wissen wir heute gar nicht so ganz genau. Wir wissen allerdings, dass sie im 15. Jahrhundert bei den Italienern das erste Mal schriftlich festgehalten worden ist. Vermutlich haben die Sarazenen das Ding bei uns das erste Mal kultiviert.
Ja, also auch wieder ein ganz ein altes Früchtchen. Die alten Araber haben früher Teufelsei zu dieser Frucht gesagt, zu diesem Gemüse. Wisst ihr warum? Die enthält nämlich minimale Spuren von Nikotin und von Solarin. Solarin ist der gleiche Stoff, der auch in grünen, unreifen Tomaten vorkommt. Wenn die allerdings reif sind, dann sind die super gesund. Die enthalten ganz viel Vitamin C, ganz viel Vitamin B. Also eine ganz leckere Geschichte. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr die Aubergine durchgrillt. Wenn die nämlich nicht durchgegrillt ist, dann schmeckt die bitter. Also da lieber eine Minute länger auf dem Grill liegen lassen, dann ist die weich, schmeckt schon fast karamellisiert. Ganz eine leckere Geschichte. Die schneiden wir uns jetzt danach halt einfach in Scheiben. Schneiden wir einfach das Grün weg, braucht man nicht. Und jetzt schneiden wir sie in ungefähr 0,5 cm große, dicke Scheiben. Diese einzelnen Scheiben breiten wir jetzt vor uns aus. Die müssen wir nämlich mit Öl bestreichen. Salz und Pfeffer kommt nur rein. Dann kommen sie auf den Grill. Und die Zitrone kommt dann runter. Ne? Jetzt denkt dran, die ist noch auf dem Grill drauf. Jetzt immer bloß salzen und pfeffern. Jetzt schauen wir schnell noch zur Zitrone und dann kommen die dann über. Ja, die ist super. So nehmen wir sie runter. Da müsst ihr jetzt beim Pressen natürlich aufpassen. Die ist nämlich sau heiß. Schaut mal genau daher, wie ich das jetzt mache. So, unser Dressing ist fertig. Das geben wir später, erst nach dem Grillen, auf unsere Aubergine. Aber ich kann es euch sagen, riecht es mal dran, das ist der Wahnsinn. Auf geht's mit den Auberginen an den Grill. Machen wir wieder auf. Und denkt dran, was ich vorher schon gesagt habe, lieber ein bisschen länger drauf lassen. Dafür sind sie dann aber richtig schön weich, schmecken schon fast karamellisiert, überhaupt nicht mehr bitter. Okay, 5-6 Minuten, dann müssen wir sie noch einmal drehen. Außerdem müssen wir die zweite Seite noch mit Olivenöl bestreichen, das machen wir aber im Grill. Das läuft alles bei uns. Was wir jetzt noch machen müssen, jetzt müssen wir sie mit unserer Marinade, die wir gerade vorher hergestellt haben, bestreichen und noch ein bisschen ziehen lassen. In dieser Zeit heize ich mir jetzt gerade hier noch meine FP35 auf. Dann machen wir noch ein paar leckere Gnocchis mit Thymian und Olivenöl. Ach, und dann haben wir wieder was richtig Leckeres vom Grill gezaubert heute. So. Richtig direkt rein die FP35, Deckel zu. Und während wir die Auberginensteaks jetzt einpinseln, kann die schon mal heiß werden. Jetzt müssen wir rucki zucki die Gnocchis machen, die können wir nämlich auch grillen in der Pfanne. Na, haben wir hier Olivenöl in der Schüssel, das würzen wir einfach nur mit Salz und Pfeffer. Und frisch gehackten Thymian, ha, wirklich aus meinem Garten. Ja, hier haben wir endlich einmal ein Kräuterbeet angelegt, na, kommt da auch noch mit dazu. Dann rühren wir das durch und das gehen wir an den Grill. Das Öl geben wir in unsere Pfanne. Oh ja, das. Ihr hört es, es blubbert schon. Und da rösten wir jetzt unsere Gnocchis an. Schwenken die ein bisschen durchs Öl. Und sobald die Farbe nehmen, können wir auch schon endlich unser Filet aufschneiden, am Teller anrichten und essen. Die Auberginen haben jetzt richtig schön das Dressing aufnehmen können. Da zupfen wir uns jetzt noch ein leckeres Stück Mozzarella überall drauf. Außerdem tun wir noch Minze mit drauf. Freunde, unsere Rezepte findet ihr alle auf www.aj-barbecue.de und seit neuestem auch im Grillspezial der Allgäuer Zeitung auf www.all-in.de.
www.fleischfabrik.de/grillen. Schaut doch mal vorbei, die machen da gerade ein richtig schönes Grill-Special mit allem, was so im Allgäu rund um Grillen geht. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt darf ich endlich probieren. Riechen tut es nämlich schon fantastisch. Wir haben ein wunderbares Rinderfilet gesehen, das habt ihr jetzt gesehen im Laufe des Videos, das probieren wir jetzt zuerst einmal. Super zart, saftig. Saftiges, zartes Rinderfilet, leckeres Fleisch, nur Salz und Pfeffer und ein Hauch von Heu. Traut euch da mal ran, macht's mal was mit Heu, das ist echt super lecker. Aber jetzt freue ich mich aber auf die Aubergine. Oh Freunde, die kann was. Das Olivenöl, die Zitrone, die Schärfe, die Aubergine ist ein Hammer. Ohne Schmarrn, also da bin ich ja jetzt einmal tierisch positiv überrascht. Wahnsinn. Gnocchi dazu wird wahrscheinlich jetzt abstinken, aber probieren wir auch. Super. Schöne große, ein schöner großer Mantel. Der Thymian ist da, Salz, Pfeffer, auch das ferne Olivenöl. Ich muss jetzt essen gehen, bevor alles kalt wird, Freunde. Ein Highlight. Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr von dem heutigen Rezept haltet. Würde mich freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mittwoch früh, 6 Uhr geht's los. Da kommt das nächste Video raus. Bis dahin, macht es gut, grillt es nach. Euer Andi und das Team von AJ Barbecue, der Eiger Griller. Macht es gut. Ciao. Wer durfst du? Das ist witzig, der Flo hat seit neuestem einen Kopfhörer auf, damit wir den Ton auch wirklich live miterleben. Wenn ich da jetzt reinspreche, dann zieht er schon über den Kopfhörer aus. Das ist, wenn man nicht den Aufschneider schneiden lässt, sondern wenn man es selber machen will. Gell? Jetzt habe ich den Jörg schon da, der mit dem Messer umgehen kann wie Jack the Ripper. Na? Ja, macht man es selber.